So. Ja. Komm, hoch damit. Oh, oder auch nicht. Immer wieder lädt das Spiel nach. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und laden. Nein? Wow. Ich bin positiv überrascht. So. Schicksal. Okay. Gewalt? Verdächtige Vorgehensweise? Ja, Polizeibericht Nummer 190451. Am 15. April fiel mir gegen 22.30 Uhr auf dem Fischmarkt im östlichen Teil des Bezirks The Shells, Echo Orchard Avenue, Holy Fire Lane, ein Innsmouth auf, der eine junge Frau verfolgte. Der Verdächtige trug ein sonderbares goldenes Amulett, das einem Fischauge ähnelte, und war mit einem Dolch bewaffnet. Beides beschlagnahmt. Als ich ihm Handschellen anlegen wollte, rief er seine Brüder von EOD zu Hilfe. Woraufhin weitere bewaffnete Innsmouther vom Fischmarkt herbeieilten. Ich musste den besagten Innsmouther laufen lassen und mich zurückziehen. Weitere Ermittlungen vonnöten. Lieutenant Phelps. Alles nach der Shells. Falsch. Soll ich mal mit dir reden? Verschwenden Sie nicht meine Zeit, Neuankömmling. Schnauze. Okay, the Shells. Orchard, Holy Fire. Orchard und Holy Fire. Ich könnte da eigentlich im Schnellen laufen. Ja, ich wippel wieder. Ah, ich bin so witzig, wenn Leute aufploppen. Läufst du, denkst du nichts, weil. Ein, zwei darunter. Ich glaube, wir sind jetzt auch nahe dem Punkt. Fischmarkt. Ich glaube, wir sind jetzt auch nahe dem Ort. Bei dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe. Achso, der ist schon. Oh, okay. Ist das der Fischmarkt? Peel the gentle touch of. Ah, feel the gentle touch of the tentacles. Möchte ich nicht wirklich, aber okay. Fisch, frischer Fisch. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Trauen Sie sich nur, es ist genug für alle da. Fisch, frischer Fisch. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Trauen Sie sich nur, es ist genug für alle da. Ich habe gehört, ich könne in dieser Gegend eine Organisation namens EOD finden. Bin ich hier richtig? Das sind Sie. Zufällig arbeite ich für den EOD. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ich heiße Anna. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Charles Reed. Ich hätte lediglich ein paar Fragen. Sicher. Fragen Sie ruhig, Charlie. Charlie. Was genau ist der EOD? Ich meine, in welcher Weise ist Ihre Organisation tätig? Wir sind Freiwillige, die sich zusammengetan haben und gemeinnützige, karitative Arbeit leisten. Eine offizielle Organisation sind wir also noch nicht. Worum es uns geht?
Wir wollen das Leid in unserer Stadt lindern, so viel wir können. Aha. Und wie stellen Sie das an? Wir verteilen Fisch an die Bedürftigen und kümmern uns auch um ihre Wohnsituation. Außerdem patrouillieren wir nachts auf den Straßen, um Wildbeester und Banditen fernzuhalten. Aber das ist bei weitem nicht alles. Wir helfen, wo immer wir gebraucht werden, Charlie. Aha, okay, red weiter. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Aber ich würde gerne mit den Leuten sprechen, die beim EOD das Sagen haben. Wissen Sie, wo ich sie finde? Ach, nur nichts überstürzen, Charlie. An die kommen Sie nur als Mitglied ran. Nur wer sich um den EOD verdient gemacht hat, kann mit Ihnen reden. Sie machen Witze. Warum das denn? Damit Sie sich beweisen. Zeigen Sie uns, dass Sie nicht unsere Zeit verschwenden. Bitte nehmen Sie uns das nicht übel, Charlie. Ja, Charlie. Welche Vorteile bringt eine Mitgliedschaft beim EOD mit sich? Wir machen das nicht aus eigennützigen Gründen, Charlie, sondern weil es richtig ist. Versuchen Sie, den höheren Zweck dahinter zu erkennen. Na schön. Welche Heldentaten muss ich vollbringen, damit Sie mich aufnehmen? Das hängt ganz davon ab, was Sie zu bieten haben. Was können Sie am besten? Tja, meine Bewerbungsmappe ist leider in meiner anderen Jacke. Während des Krieges habe ich in der Navy gedient und nach dem Krieg wurde ich Privatdetektiv. Ach, Sie schickt die See. Zufällig gibt es da eine Sache, für die Sie genau der Richtige wären. Okay. Brauchen Sie jemanden, der ein Boot steuern kann? Also, ich hätte eins. Ich würde ja liebend gerne eine Bootsfahrt mit Ihnen machen, aber eigentlich meinte ich etwas anderes. Oh, schade, aber wenn das fertig ist, können wir doch auch trotzdem eine schöne Bootsfahrt machen. Nicht hier in Oakmont, aber irgendwo anders. Okay, erzählen Sie mir mehr darüber. Letzte Nacht versuchte jemand, in unser Fischlager einzubrechen. Glücklicherweise konnte die Wache den Eindringling verjagen, aber ich fürchte, er wird wiederkommen. Das ist auch der Grund, warum wir heute den ganzen Fisch an die Leute verteilen. Besser, wenn die Bedürftigen ihn bekommen und nicht ein Einbrecher. Und ich soll für Sie herausfinden, wer der Einbrecher ist, richtig? Ach, ganz genau. Sie sind clever, Charlie. Das gefällt mir. Und lass mich raten, ich soll jetzt meinem Beruf nachgehen und das Schau herausfinden. Ja, es ist ja so, dass Sie jetzt gerade meinen Beruf festgelegt haben. Schön. Ich glaube, er ist nicht kein Privatdetektiv. Ich habe ihm das Gefühl, ich weiß nicht warum. Gut, ich mache es. Sehr schön, danke. Hier ist die Adresse. Sagen Sie der Wache die Losung, ich diene der See, dann werden Sie ins Lager gelassen. Man sieht sich. Schön, Sie wiederzusehen. Wo bleibt das Charlie? Mir ist nicht nach einem Schwätzchen, Neuankömmling. Reden Sie lieber mit Anna. Sie hat hier das Sagen. Jo. Es ist nur allzu verständlich, Angst zu haben. Gigantische Kräfte sind am Werk, unendlich stärker als wir. Kräfte, die wir nicht zu begreifen imstande sind. Opfer werden erbracht werden müssen. Es wird Tote geben und Dunkelheit wird herrschen. Doch dies sind nur die Begleiterscheinungen eines Umbruchs. Und jeder von uns hat dabei eine wichtige Rolle einzunehmen. Okay. Prophet? Ganz schön unheilvoll. Sie sind optimistisch. Eine interessante Sichtweise. Denken Sie wirklich, dass das alles ein gutes Ende nehmen wird? Absolut. Je finsterer die Nacht, umso heller die Sterne. Und wir alle werden schon bald wieder hell erleuchten. Wir müssen lediglich daran glauben. Ich bin Abernaut Blackwood. Und diesen Ort habe ich gewählt, um meine Botschaft zu verkünden. Kommen Sie doch mal zu einer meiner Predigten. Charles Reed, erfreut Sie kennenzulernen. Blackwood, Sie sind ein Mitglied der großen Familie? In der Tat, und zwar das letzte. Ich bin der Erbe eines leeren Anwesens und einer Geschichte, die ihr Ende finden wird. Okay, ciao. Auf bald. Das sind die Aale, die einen verschlingen, wenn man schwimmen geht. Schön.
Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Ah, befallenes Gebiet, ja. Schön. Wo ist denn das Lagerhaus? Hawking Lane. The Shells West. Ah, okay. Warden Street, Aron Road und Liberty Road. Warden. Und Liberty, also hier. Ja. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Bitte nicht weiter! Sonst werde ich wütend! Noch ein befallenes Gebiet. Alte Scheiße. Lass mich raten. Befallenes Gebiet entdeckt. Ich würde echt lieb gerne wissen, wie man die befallenen Gebiete echt los wird. Das würde mich echt interessieren. Das ist eine Schnellreise. Das wollte ich eigentlich weniger. Das hier wollte ich. Ja, das ist das befallene Gebiet. Wunderbar. Dass hier was brennen kann. Es muss hier feucht sein, wie es besser gar nicht geht. Feucht. Okay, sag nichts. Ach ja, ich erinnere mich. Wir sind richtig. Ist es? Nein. Gibt's hier was für Sie zu tun? Ich diene der See. Anna schickt mich, um den Einbruch von neulich zu untersuchen. Der See sei Dank. Endlich. Ich bin Daryl. Daryl Grimes. Wie kann ich Ihnen helfen? Nicht Rick Grimes? Oh? Ja, es war Rick Grimes, genau. Was soll das Theater mit der Losung? Anordnung von denen da oben. Weiß nicht warum. Will sie nicht nerven. Können Sie mir schildern, was genau vorgefallen ist? Jedes Detail könnte wichtig sein. Da gibt's leider nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall war es ein Mann. Hat sich reingeschlichen, als ich oben war. Wollte sich den Fisch krallen, aber ich hab ihn gehört. Hab versucht, ihn mit einer Harpune zu erwischen. Aber bei Cowhill im Dunkeln hab ich ihn verfehlt, diesen Dane. Was ich nicht verstehe, warum etwas stehlen, das man umsonst haben kann? Ja, das ist in der Tat rätselhaft. In welche Richtung hat er sich davon gemacht? Weiß ich nicht genau. Der war deutlich schneller als ich. Tja, Daryl, du bist wahrscheinlich auch schon ein bisschen alt. Und was hat er gestohlen? Nichts. Hab ihn rechtzeitig fortgejagt. Und wie sah er aus? Wie hat der Einbrecher ausgesehen? So groß wie sie war. Also nicht sehr groß, aber auch nicht sehr klein. Ganz normal halt. Nur seine Glatze ist mir aufgefallen.
Sein kahler Schädel hat ausgesehen wie ein poliertes Ei. Das Mondlicht hat sich auf der Kopfhaut gespiegelt. Das war für den Moment alles, Mr. Grimes. Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen. Hier, der Schlüssel. Möge die See Sie segnen. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass ich keine Waffe brauche. Wow, die Harpune hat sich durch das solide Holz gebohrt, als wäre es Pappe. Tja. Was? Ich wusste es. Immer wenn ich das höre, denke ich, dass sofort wieder ein Viech rauskommt. Ah, kein Edward. Ah, doch. Meine Munition. Hey, hä? Die Ladung ist noch frisch und riecht nach mehr. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas verfault ist. Warum denkst du, dass etwas verfault ist? Ach, wegen den Wild Beasts oder wie? Das Patronen war auch voll, okay. Warte. Hä? Hä? Ah, hier. Oh. Ich habe Fragen. Das ist schön. Ich habe Hunger. Könnte etwas vertragen. Wie geht es dir? Das Ding ist mausetot, aber ich kann keine Verletzungen erkennen. Nein. Immer wieder. Aha. Erst hat das Tier den Fisch gegessen und jetzt ist es tot. Das ist besorgniserregend. Oh. Ja. Nicht so toll. Da habe ich Fragen. Ah, Munition. Ah, voll. Okay. Der Kerl scheint sein Hobby ziemlich ernst zu nehmen, dem ganzen Werkzeug nachzuurteilen. Fein gearbeitet. Als Kind hätte ich damit meine hellste Freude gehabt. Zumindest in fertigem Zustand. Ist es nicht fertig? Brief des Waisenhauses. Lieber Mr. Grimes, wir können Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie für die Kinder, was Sie für die Kinder tun. In diesen finsteren Zeiten ist Ihr Spielzeug wie ein warmer Sonnenstrahl. Jeden Tag beten wir für Ihr Wohlergehen und hoffen, dass Sie uns eines Tages besuchen werden. Das gesamte Personal, und natürlich auch die Kinder, können es gar nicht mehr erwarten, unseren Wohltäter persönlich kennenzulernen. Daher zeigen Sie bitte keine Scheu und kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist, auf ewig in Ihrer Schuld, Leitung des St. Jerome's Waisenhauses in Oakmont.
Dieses Knacken gefällt mir manchmal nicht. Also, was heißt manchmal immer? Das gefällt mir nie. Uah. Das ist doch meine Schuld. Okay. Ich bin unten auf einen geheimen Raum voller Fesseln und Ketten gestoßen. Sieht aus wie eine Folterkammer. Wissen Sie etwas darüber? Was? Reden Sie keinen Rock. Das kann nicht stimmen. Ich kenne diesen Ort wie meine Westentasche. Sie wissen, dass ich Detektiv bin, Daryl. Und falls Sie lügen, werde ich es früher oder später herausfinden. Ich habe nichts damit zu tun, Mr. Reed. Das schwöre ich Ihnen. Reden Sie mit Anna. Sie hat diesen Ort angemietet. Ich weiß von nichts. Gut. Ich rede mit Anna. Dann werden wir sehen, ob ihre Geschichte stimmt. Man sieht sich. Möge die See sie schützen. Aber mir fehlt trotzdem noch einiges. Also mindestens eine Sache. Der Fisch sieht frisch aus. Hier ist auch nichts. Eine interessante Flasche. Sieht so aus, als stamme sie aus irgendeinem Labor. Unten befindet sich eine Art Pulver. Anfassen sollte ich es nicht. Könnte gefährlich sein. Neuer Hinweis für Gedankenspiel. Laborflasche. Uah. Darauf habe ich gewartet. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Ach doch. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Okay, zuerst hier. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Das hat er gehört und hat sich die Harpune geschnappt. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Und dann hat er Speerwerfen oder Harpunenwerfen gemacht. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ein Mann brach ins Fischlager ein, vergiftete den Fisch mit einer unbekannten Substanz und verursachte ein Geräusch, wodurch die Wache alarmiert wurde und ihn verjagte. Alle Hinweise, ja. Und Gedankenspiel. In Ordnung herrscht eine Hungersnot. Fisch wird unvergiftet? Hä, doch. Ah, okay. Judy bekämpft den Hunger. Ohne die von Judy verteilten Fischvorräte stünde die Stadt am Rande einer Hungerkatastrophe. Große Mengen aller Wahrscheinlichkeit nach vergiftet wurden bereits an die arme Stadtbevölkerung verteilt. Fischvorräte wurden verteilt. Okay. Einbrecher mit Gift und Universität. Der Mann, der in das Fischlager des EUD eingebrochen ist, muss etwas mit der Universität zu tun haben. Ich muss der Universität einen Besuch abstatten. Und? Was Interessantes gefunden? Sicher. Der Kerl ist nicht gekommen, um etwas zu stehlen, sondern um den Fisch zu vergiften. Bei der See. Sind Sie sicher? Nun ja, alles deutet darauf hin. Oh, Karl. Das ist furchtbar. Bitte sagen Sie Anna nicht, dass es meine Schuld war. Sonst lässt sie mich vierteilen. Vierteilen? Anna? Das meinen Sie nicht ernst, oder? Schön wär's. Anna ist gnadenlos, wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt. Egal, ob derjenige beim EOD ist oder nicht. Das
Hätte ich nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde nichts sagen. Sie scheinen ein anständiger Kerl zu sein, Daryl. Danke, Mr. Reed. Hier, das ist für Sie. Als kleine Gegenleistung. Passen Sie gut auf sich auf. Dennoch, ich habe einen Fehler gemacht und verdiene eine Strafe. Ich werde einen ganzen Monat lang ohne freien Tag Wache schieben. Ich verspreche es Ihnen. Na schön. Dann will ich Sie mal nicht von Ihrem edlen Vorhaben abbringen. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Wo finde ich die Universität von Oakmont? Die können Sie gar nicht verfehlen. Die Stadt ist schließlich für ihre Universität weit bekannt. Und natürlich auch für ihren Aaleintopf. Geben Sie mal Ihre Karte her. So, bitte sehr. Aber vergessen Sie nicht, Ihre Funde erst Anna zu melden. Man sieht sich. Möge die See Sie schützen. Okay, ich war mir überlegen, ob ich ihn eventuell verrate. Hab mir aber dann gedacht, jetzt wo er gesagt hat, dass er sich sowieso eine Strafe auferlegt, dass ich es dann doch nicht mache. Ändert soll ich ja jetzt zuerst. Ja. Okay, auch nicht. Das ist eigentlich für mich eher noch ein Grund zu denken, dass er wüsste, was da unten ist, aber hey, Karte. Ja, ich könnte eigentlich eine Schnellreise nehmen. Ah, komm, ich nehme eine Schnellreise. Ja, ja, ja. Die Dämmerung naht, es wird dunkel, mein Gott. Da tut jemand Angst im Dunkeln. Oh. Ich drücke immer den falschen Knopf. Flupp. Wissen ist Macht. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, dann reden wir mal mit Anna. Mal schauen, ob wir jetzt gefehlt halt werden. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Ich habe Neuigkeiten bezüglich Ihres Problems mit dem gelagerten Fisch. Ich bin ganz Ohr, Charlie. Es sah lediglich nach Diebstahl aus. Jemand ist in das Lager eingebrochen, um den Fisch zu vergiften. Und offensichtlich hatte derjenige Erfolg. Zumindest teilweise. Mir ist klar, dass das schwer zu glauben ist. Aber ich habe eine Probe, bei der es sich vermutlich um das Gift handelt. Auch wenn ich das Gift noch nicht bestimmen konnte. Die See schütze uns. Wie schrecklich. Wer ist nur zu so etwas fähig? Und warum? Das weiß ich nicht. Aber ich will versuchen, es herauszufinden. Wir dürfen keinen Fisch mehr verteilen. Jeder muss davon erfahren. Kauil weiß, wie viele Leute bereits vergiftet wurden. Irgendeine Idee, wer das getan haben könnte? Haben Sie Feinde? Der EOD hat viele Feinde. Boshafte Menschen, die diese Stadt brennen oder in Blut ertrinken sehen wollen. Es könnte jeder gewesen sein. Die Polizei, der Ku Klux Klan, die See soll diese Leute holen. Oder sogar die Throckmortons. Wir waren diesen Affen schon immer ein Dorn im Auge. Hm. Was soll ich mit dem Täter machen, sobald ich ihn gefunden habe? Wenn ich Sie wäre, würde ich ihn an Ort und Stelle zur Strecke bringen. Auf die Polizei und die Richter ist dieser Tage kein Verlass. So war das nicht abgemacht. Ich bin Detektiv, kein Auftragsmörder. Da haben Sie auch wieder recht. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Ich sorge dann dafür, dass Sie eine hübsche Belohnung bekommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich werde sehen, was ich tun kann. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Die Wache vor dem Lager. Was hat Daryl zum Tatzeitpunkt gemacht? Er kämpfte wie alle über vom Angriff fast nicht bekommen. Ja, okay. Daryl war wachsam und hat tapfer gekämpft, wurde jedoch außer Gefecht gesetzt. Wenn Sie mich fragen, wäre eine Lohnerhöhung angebracht. Ach, der gute alte Daryl. Zuverlässig wie eh und je. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich werde dafür sorgen, dass er belohnt wird. Auf Wiedersehen, Charlie.
Ich habe im Keller Ihres Fischlagers einen Raum entdeckt, der verdächtig nach einem Kerker aussieht. Verzeihung, was haben Sie entdeckt? Ein Kerker. Mit Ketten, Fesseln und Blut. Na, klingelt's? Ich weiß absolut nicht, wovon Sie reden, aber das klingt schrecklich. Wir haben das Lager erst vor wenigen Wochen angemietet. Grundgütiger. Ich werde dem Besitzer wohl einige unbequeme Fragen stellen müssen. Danke für die Information, Charlie. Okay. Wo befindet sich die Universität der Stadt? Das kann ich Ihnen sagen. Geben Sie mir Ihre Karte, dann zeige ich es Ihnen. Haben Sie dort studiert? Ganz recht. Ich habe dort vor einer Weile meinen Abschluss gemacht. Überrascht Sie das? Ich hätte nur nicht gedacht, dass eine Hochschulabsolventin hier arbeitet. Ich selbst hatte leider nicht die Möglichkeit zu studieren und bin jetzt fast ein bisschen neidisch. Sie werden feststellen, dass man als Frau in Oakmont weit mehr erreichen kann als auf dem Festland. Unsere Universität hat Frauen immer mit offenen Armen aufgenommen. Okay. Man sieht sich. Was aktualisiert? Was aktualisiert? Und wir müssen jetzt wahrscheinlich zur Universität. Ja. Universität. Das ist das Anwesen der Throckmortons. Das ist das Rathaus. Ist das die Universität? Ja, das ist die Universität. Von hier, dann nach Westen, dann nach Norden und durch den Norden. Okay. Geben Sie dem richtigen Kandidaten Ihre Stimme. Zack. Und zack.